Meine Damen und Herren, als Fondsberater des Prima Globale Werte sind wir aktuell eher defensiv positioniert. Die Krisen im Nahen Osten und die sich daraus ergebenden Risiken lassen uns eher vorsichtig werden. Dazu kommt noch die Ukraine, die besonders den deutschen Firmen wehtut. Und das ist nicht ein Umfeld, in dem man einen Vollinvestitionsgrad fahren muss. Dazu gibt es zu große Risiken für permanenten Kapitalverlust. Auf der anderen Seite sehen wir die USA. Dort läuft es besonders gut. Leider wird das auch von den Bewertungen reflektiert. Wir sind im S&P 500 auf All-Time-High und viele Sektorindizes zeigen auch All-Time-Highs. In diesem Umfeld sind die Bewertungen so, dass wir noch sehr wenig Value finden. Dementsprechend müssen wir dort jetzt nicht aktiv werden. In Deutschland ist die Konjunktur leider auch schon am Schwächeln. Die Konjunktur kippt unter die Nulllinie, das sehen wir anhand der Sentix-Konjunkturerwartungen. In Europa ist es sogar noch schlechter. Dort ist es so, dass, wenn die Lokomotive Deutschland anfängt zu schwächeln, natürlich eine Rezession wieder nahe ist. Und dann haben wir noch den Reformstau. Weder in Italien noch in Frankreich ist das passiert, was Frau Merkel sich gewünscht hat, nachdem sie der EZB Leine gelassen hat für die extrem expansive Geldpolitik. Sollte die EZB jetzt nicht liefern, dann könnte es bei den hohen Erwartungen der Märkte durchaus zu etwas Rucken an den Märkten kommen und der September könnte ungemütlicher werden. Genau dann sind wir richtig positioniert mit unserem relativ hohen Cash- und kurzlaufenden Anleihenanteil, damit wir Chancen wahrnehmen können, wenn sich Aktien mit ausreichender Sicherheitsmarge wieder kaufen lassen. Daher waren wir sehr froh darüber, dass wir die WMF-Aktie verkaufen konnten an die Firma KKR, die uns einen Übernahmepreis von 58, einen Wert, den wir als Fair Value akzeptieren können, geboten hat. Damit haben wir einen signifikanten Erlös erzielt mit einer sehr schönen Performance im laufenden Jahr. Daneben haben wir im letzten Monat die ALS Limited in Australien mit ins Portfolio genommen, ein Dienstleister, der im Bereich Testen, Zertifizieren und Inspizieren Dienste erbringt für die Minenindustrie und auch andere Branchen, die zurzeit eher am Boden liegen. Genau dann, wenn es am Boden liegt und es nur noch besser werden kann, dann hat man die guten Chancen und kann mit Sicherheitsmarge agieren. Wir sind sehr froh, dass wir diesen Titel aktuell aufstocken konnten. Daneben haben wir noch kleinere Arrondierungen aus bestehenden Positionen gemacht, aber haben keine wesentlichen neuen Positionen mehr aufgebaut. Es gibt kaum noch Bären an den Märkten. Dabei ist genau der September ein Monat, in dem ein Verfall der Kurse häufig zu befürchten ist. Sollte die EZB nicht liefern, droht Ungemach. Dafür sind wir bestens vorbereitet und ich danke Ihnen, dass Sie uns die Treue halten. Vielen Dank.